Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park. Und ihr seht, ich bin mal wieder bei uns hier im Haus, ist ja lange her. Bin hier auf dem Balkon und genieße ein bisschen den Garten, die Aussicht. Kann auch schön unseren Park sehen. Weil ich möchte gleich mal ins T-Rex-Gehege gehen und mit dem Dino-Buch mal schauen, wie alt der T-Rex schon ist, wie groß er ist, wie glücklich er ist und zufrieden er ist mit seinem Gehege. Ob er überhaupt noch lebt, weil der Elektrozaun kann ihn natürlich auch gegrillt haben, wenn er dagegen gelaufen ist. Aber das Ganze machen wir natürlich ohne Überlebensmodus. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal uns wieder mal eine Rüstung und so herstellen und ein Schwert und sowas, damit wir uns wenigstens ein bisschen zur Wehr setzen können und auch ein bisschen länger überleben. Jetzt muss ich natürlich das erstmal hinkriegen. Aber ich denke mal, so ein Rüstungsbau, das sollte ich dann doch noch hinkriegen. Das sollte ich eigentlich können. So. Oh, na, da geht's schon schief. Da haben wir schon mal einen Helm. Dann machen wir eine Hose. Hose. Und ich glaube, Rüstung, war das so? Nee, dann war das so, ne? Ja, Rüstung. Und zu guter Letzt, Schuhe müssten so gehen. Genau, da haben wir das schon mal. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Stöcke. Wo haben wir denn Stöcke? Hier, Bauteile. Miri hat das zum Glück alles gut sortiert. Das heißt, wir können uns mal eben ein Eisenschwert machen. Ich weiß gar nicht, ob wir Diamant da haben, aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich mache mir auch mal eine Spitzhacke, sicherheitshalber. Und wenn wir schon dabei sind, mache ich mir auch mal eben eine Schaufel. Und eine Axt brauchen wir eigentlich nicht. Nee, die brauchen wir nicht. Das sollte eigentlich passen. Dann versuchen wir mal, möglichst sortiert die Sachen hier wieder zurückzupacken. Eisen müsste hier drin gewesen sein. Bauteile hier. Den Rest wollen wir behalten. Und dann sortieren wir nochmal eben hier unser Inventar. Ziehen uns mal eben an, damit wir auch den einen oder anderen Biss hoffentlich von dem T-Rex überleben, falls wir angegriffen werden. Ich weiß ja nicht, wie alt er schon ist und wie groß er ist. Ein bisschen Zeit ist auf dem Server auf jeden Fall schon wieder vergangen, weil, wie gesagt, hier spielen auch manchmal andere Leute drauf und so. Und dann kann es halt sein, dass die Dinosaurier auch mal ein bisschen mehr wachsen bis zur nächsten Folge. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Rexy ist, das werden wir gleich sehen. Beim letzten Mal haben wir ihn ja ausgebrütet. Ich nehme auf jeden Fall mal noch so ein Buch mit. Eine Peitsche kann nicht schaden. Was haben wir hier denn noch? Pteranodon haben wir auch schon. Boah, ich weiß gar nicht, wie das mit Flugsauriern ist, wenn man die ausbrütet. Ob man die dann wirklich in so einem Käfig oder so einem, ja, mit Dach und sowas machen muss, damit die nicht wegfliegen. Also keine Ahnung. Wäre aber auch mal interessant, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Dinosaurier ihr interessant finden würdet als nächsten Dinosaurier. Gallimimus haben wir ja schon. Compsognathus, keine Ahnung, was das für einer ist. Liopleurodon ist, glaube ich, Wasser. Tyrannosaurus haben wir noch einen. Triceratops wollten wir auch noch machen. Und wir wollten natürlich noch die Brachios umsiedeln. Dryosaurus und Pachy. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz einmal rübergehen. Aber bevor wir jetzt rübergehen, zeige ich euch nochmal eben den Plan, was wir so demnächst vorhaben. Wir haben ja, also die Miri hat ja auf ihrem Kanal ein Speedbild von der Besuchergalerie gemacht. Dafür haben wir die Besuchergalerie hier nochmal schön hingebaut. Also wir haben hier noch eine zweite Besuchergalerie. Weil hier soll im Endeffekt nochmal ein großes Gehege hinkommen für die Brachiosauren. Weil, ihr habt ja vorhin schon gesehen, die Brachios, die sind ja wirklich hier in so einem kleinen Gehege eingepfercht. Da haben wir uns ja letztes Mal drum gekümmert. Da sind jetzt auch nur noch Männchen drin, 3 Stück. Damit die sich nicht mehr vermehren. Das andere Weibchen ist da hinten. Weil, die haben sich ja wie die Karnickel vermehrt. Deswegen haben wir die jetzt erstmal hier untergebracht. Aber die sollen hier raus, die sollen in ein größeres Gehege da hinten hin. Da, wo die Beobachtungsgalerie ist, die zweite. Und hier sollen Triceratops rein. Also ich denke mal, vielleicht wird dann der Triceratops unser nächster Dino. Oder vielleicht habt ihr ja coole Vorschläge. Aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt auf jeden Fall ohne Game Mode Richtung T-Rex-Gehege. Ist schon echt schön, wenn man hier durch den Park läuft. Ne? Hier sind die Besuchertoiletten. Hier hat jemand die Tür aufgelassen. Unglaublich. Oh, gehen wir nochmal kurz auf Klo. Ja, schön aus Pissoir. Ich finde das ja echt cool, dass es diese Deko-Sachen gibt, ne? Hier Waschbecken. Aber anmachen kann man die leider nicht, ne? Nee. Tür zu. Und dann kommt man hier lang. Und dann sieht man hier schon zu der Rechten diesen coolen Zaun. Mit dem Danger 10.000 Volts Zeichen. Finde ich auch mega nice, ne? Oh, falscher Knopf. So wollte ich machen. Finde ich echt cool. Kann man denn den T-Rex da schon durcherkennen? Oh, da ist er. Oh, der ist noch sehr, sehr klein. Okay, der ist noch nicht sehr gewachsen, wie ihr seht. Aber schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der schon gefährlich für uns ist. Keine Ahnung. Das werden wir gleich herausfinden. Gehen wir mal hier über die Brücke. Finde ich ja auch sehr schön, ne? Hätte man dann auch nochmal eine gute Sicht. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf, wenn ich ranzoomen will. Aber durch den Zaun kann man tatsächlich gar nicht so viel erkennen. Also man muss schon wirklich in die Besuchergalerie gehen, wenn man einen guten Blick auf den T-Rex haben möchte. So, dann kommt man hier lang. Und dann kann man hier vorne
in die Besuchergalerie reingehen. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Hier ist nochmal dieses Plakat. Wir gehen jetzt durch den Mitarbeitereingang sozusagen. Ich habe echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, ich kann das jetzt gerade nicht austauschen hier. Puh, meint ihr, der greift uns an? Probieren es mal. Ich lasse mal sicherheitshalber hier die Tür offen, falls wir rennen müssen. Ist auf jeden Fall so eine verstärkte Tür. So, da kommt er hoffentlich nicht durch. Lexi, ganz ruhig. Gott, der steht natürlich genau in der hintersten Ecke. Das heißt, der Weg zur Tür ist ultra weit. Keine Ahnung, ob der uns angreift. Der ist aber echt schon größer geworden. Der ist jetzt ungefähr schon 2 Block hoch. Ziemlich genau. Oh, ich hoffe, der brutzelt sich nicht an dem Zaun. Ich habe echt Angst davor. Weil ihr seht jetzt schon, wie nah der dran ist an dem Elektrozaun. Nicht, dass der irgendwann stirbt. Das wäre echt uncool. Oh Gott, ich dachte gerade, der rennt auf uns los. Okay, das ist echt gruselig. Die Kuh lebt auf jeden Fall noch. Die hat er noch nicht angegriffen. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Nicht machen. Okay, der ist erst 4 Jahre alt. Gar nicht mehr so viel Leben. Gar nicht mal so satt. Hier steht alles, was er frisst. Ist noch nicht gezähmt. Aber das ist ja klar. Man kann ihn ja erst ausgewachsen zähmen, so wie ich es verstanden habe. Wir füttern den mal, nicht, dass der hier stirbt. Ich glaube, der hat schon Schaden von den... Ich habe super Angst, dass der hier Damage kriegt von dem Elektrozaun. Aber, ja, falls er hier stirbt, dann können wir das nicht ändern. Das ist einfach so. Health 37, 37. Ist aber alles cool. Aber dass er noch lebt, ist ja ein gutes Zeichen. Und durch den Elektrozaun sollte er auf jeden Fall nicht durchkommen. Weil ihr seht ja, der macht Schaden, ne, wenn man dagegen geht. Also ich kriege da auch Schaden. Ich hoffe... Wird der jetzt gebrutzelt, weil der wird immer so hell. Aber ich glaube... Seht ihr das? Der blinkt immer so. Ne, den geht's aber gut. Okay. Das passt soweit. Na, du lebst auch noch. Bist du gar nicht mehr angeleint? Ich habe die doch hier angeleint. Welche Kuh? Ich glaube, die ist einfach entkommen. Das sind übrigens Kratzbäume. Und das hier sind... Das hier ist Spielzeug. Ich habe gar nicht geguckt nach Happiness. Das muss ich nochmal eben schauen. Schön ist ja, er greift uns jetzt noch nicht an, weil er noch zu klein ist. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, der ist relativ glücklich. Könnte glücklicher sein. Also wenn der Ball hier ganz rechts wäre, wäre er natürlich noch glücklicher. Und schreien kann er immer noch ein ganz großer. Aber ich habe mal eine Frage an euch, Leute. Meint ihr, wenn ich hier jetzt noch einen zweiten... Wir haben ja noch eine zweite T-Rex-DNA. Wenn wir hier noch einen zweiten ausbrüten, greifen die sich dann gegenseitig an? Ist der T-Rex ein Einzelgänger oder kann man die auch zu zweit in einem Gehege halten? Weil ich denke mal, für das Gehege 2 Rexies wären schon ganz cool. Das war jetzt zum Glück... Ist ja alles nochmal gut gegangen. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, weil ich glaube, 2 Rexies wären echt super nice. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier rein. Fahren nochmal nach oben in die 2. Etage. So. Und dann schauen wir nochmal von hier. Jetzt kann man nämlich hier schon mal gucken, wieso die Sicht ist. Also man kann es wirklich sehr, sehr gut erkennen. Er ist jetzt ganz hinten in der Ecke, man sieht ihn trotzdem, obwohl er noch so klein ist. Ich finde es sehr, sehr cool. Also die Besuchergalerie ist echt toll geworden. Da hat Miri einen verdammt guten Job gemacht. Ah, ich mag das Gehege. Ihr habt auch echt viel Positives über die Galerie und das Gehege hier geschrieben. Haben wir uns sehr drüber gefreut in den Kommentaren. Und ja, wir werden jetzt unser nächstes Projekt in Angriff nehmen, würde ich sagen. So, als nächstes möchte ich auf jeden Fall hier einen Eingang machen in unseren Tunnel, der dann im Endeffekt irgendwo nach da oben führen soll. Weil hier soll ja nochmal irgendwas hinkommen, Restaurant oder so. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich kann es mir echt cool vorstellen, wenn man dann hier auf so einer Terrasse oder so, ein Balkon ist es ja schon fast, sitzt und dann nochmal eine schöne Sicht beim Essen auf das Rexy-Gehege hat. Das finde ich, glaube ich, echt cool. Der hält sich echt viel da hinten in dem Bereich auf. Kann gut sein, dass es an der Kuh liegt. Die Kuh ist wahrscheinlich sein Freund. Doch das einzige andere Lebewesen in dem Gehege. Aber genau, das ist jetzt so der Plan. Also ich würde hier gerne das Ganze hier nochmal abreißen und dann die Felswand noch weiterführen. Die Felswand werde ich später auf jeden Fall auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen abändern, dass das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht, weil momentan sieht das noch sehr, sehr künstlich aus, wobei, ja, es geht eigentlich. Aber vielleicht nochmal ein bisschen Variation mit anderen Felsblöcken und so da rein, dass das so aussieht, als wenn es von der Natur geschaffen wurde und nicht von mir gebaut wurde. Das wäre so das Ziel. Aber ich werde jetzt erstmal diese Erdwand hier auch gegen eine Felswand austauschen, glaube ich. Weil hier soll es dann in den Berg gehen. Genau an dieser Stelle baue ich dann gleich einen Eingang in den Berg. Und dann soll es unterirdisch einen kleinen Gang geben. Vielleicht in dem Gang oder in dem Berg noch irgendwas Cooles machen. Vielleicht auch ein Gehege, ich weiß es noch nicht.
Und dann soll es irgendwann hier rumgehen und nach da oben. Das ist zumindest der Plan. Das ist ein ganz schön großes Bauprojekt. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen. So, ich habe jetzt erstmal ganz stumpf hier die Wand erstmal so gezogen. Sieht natürlich jetzt mega künstlich noch aus, aber ich möchte erstmal jetzt hier den Eingang bauen. Und dann schauen wir mal, dass wir das im Nachhinein dann alles so gestalten, dass es auch natürlich aussieht. Bei dem Eingang werde ich gar nicht so viel besonders machen, denke ich mal. Ich werde so ein bisschen Holz- und Steinoptik mischen, denke ich mal. Das ist zumindest so der Plan. Ich glaube, dafür brauchen wir auf jeden Fall dieses dunkle Holz. Das nehmen wir uns mal hier raus. Dann wären Stufen davon noch ziemlich gut, von diesem Holz. Ich finde, mit Stufen zu bauen ist immer sehr, sehr nice. Damit kann man so ein bisschen die, ja, diese Kastenoptik umgehen. Hat man ja auch gesehen beim Besuchergalerie-Dach. Dann nehmen wir noch ein zweites Holz. Ich glaube, Fichtenholz ist... Na, das war falsch. Das Tor wollte ich nicht. Fichtenholz ist, glaube ich, ganz gut. Das haben wir, glaube ich, auch da oben genommen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Können wir mal eben schauen. Genau, Fichtenholz und Schwarzeichenholz haben wir da gemischt. Ist, denke ich, auch eine coole Mischung. Das kann man auf jeden Fall machen. Was können wir noch nehmen? Wir können noch auf jeden Fall eine Steinmauer nehmen. Damit kann man auch mal ganz gut arbeiten. Ist sehr, sehr schade, dass es die nur so in Bruchsteinen gibt. Das ist sehr, sehr schade. Und Stufen brauchen wir noch. Damit möchte ich gleich so ein kleines... Nee, nicht Stufen. Treppen heißen, das heißen die Dinger. Damit möchte ich gleich so ein Dach bauen für den Eingang. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, das ist jetzt von Tinker's Construction. Da ist wahrscheinlich die Quali voll schlecht, ne? Sonst könnte man auch mal so andere Sachen nehmen. Ja, ihr seht schon, wie pixelig das leider ist. Die Tinker-Sachen sind alle von der Qualität nicht besonders hochauflösend. Das ist ja schade. Dann nehmen wir auch hier Fichte. Warum nicht? Dann können wir Fichte und Schwarzeiche so ein bisschen mischen. Und dann machen wir einfach mal... Ah, wir müssen gar nicht so was Besonderes hier machen bei dem Eingang. Also einfach so einen stumpfen Eingang mit so einem kleinen Dach. Ich denke mal, das wird schon relativ cool aussehen. Das soll halt so ein bisschen Minenoptik haben, einfach. Damit fahren wir, glaube ich, schon ganz gut. So, machen wir erstmal so einen Rahmen. Und dann kann eigentlich auf der Höhe schon fast das Dach kommen. Hier wird dann der Eingang entstehen. Der wird so von den Maßen her sein, denke ich mal, ungefähr. Also so ein 9er-Gang wird das werden. Finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Da soll es auf jeden Fall reingehen. Für den Boden können wir auch gleich nochmal gucken, was wir da nehmen. Da können wir irgendwas mit Stein nehmen. Können wir vielleicht diesen hier nehmen? Steinstufe, der ist ganz cool. Den schmeißen wir mal mit hier weg. Sammle ich bestimmt eh gleich wieder auf. Ist ja meistens so, ich schmeiße mal Sachen weg und sammle sie im nächsten Moment wieder auf. Ziemlich dämlich. Genau, und vielleicht können wir hier vorher dann noch so eine Säule ziehen. Das könnte ganz cool sein. Ja, sieht nicht schlecht aus. Aber unter die Säule sollten wir gleich auch noch was packen. Irgendwie, also entweder nehmen wir da normalen Stein. Oder wir nehmen da auch, wahrscheinlich sieht das besser aus, ne? Man hätte auch Gras da lassen können. Ich fand Gras gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Boah, lassen wir Gras da. Ist auch nicht verkehrt. Ja, wie machen wir das hier oben? Hier oben. Also ich will auf jeden Fall, dass der Eingang so... Ja, soll da 2 Blöcke hoch, 3 Blöcke hoch? Ist jetzt die Frage. Wir könnten, damit das Ganze nicht so kastenförmig ist, könnten wir vielleicht das so machen. Das ist eine coole Höhe für den Eingang, glaube ich. So. Ah, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und dann können wir hier oben vielleicht so ein bisschen Gitter reinmachen. Das könnte auch cool aussehen. Und jetzt müssen wir noch irgendwie ein Dach bauen. Und dann bin ich schon fast zufrieden mit dem Eingang. Gleich noch ein paar Fackeln ran. Und dann passt das eigentlich schon. Mit diesen Stufen und so kann man eigentlich auch relativ cool ein Dach bauen. Da muss man halt jetzt nur gut hinkriegen. Kommen wir dann hier mittig hin? Das ist auch eine gute Frage. Macht man das denn am besten? Kann man nicht jetzt rein theoretisch so? Kommt das mittig hin? Das kommt ja schon fast mittig hin, ne? Was ich hier gerade mache. Ist ja schon mal gar kein schlechter Anfang, so. Jetzt brauchen wir noch mal eben einmal Fichtenholz, so. Und dann können wir hier so machen. Wenn wir jetzt hier um die Kurve noch bauen, das Ganze doch schon gar nicht so schlecht aus. Okay. Ist halt wirklich gar nicht so schlecht. Ich weiß noch nicht. Ja, das Dach steht aber auch nicht zu weit vor, ne? Es geht eigentlich schon klar. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Machen wir nochmal eine Fackel eben. Vielleicht können wir es nachher noch ein bisschen anpassen oder so. Aber jetzt so aufs Erste bin ich schon mal relativ glücklich damit. Sieht natürlich jetzt hier noch doof aus, weil hier noch nicht weiter gebuddelt ist und so. Das kann ich ja mal eben ein bisschen machen.
Jetzt müssen wir es natürlich einmal mit Stein zumindest von innen verzieren. Von außen die Verzierung oder wie das dann aussehen soll, das machen wir alles etwas später, denke ich mal. Wenn jetzt hier erstmal so ein bisschen so machen. Ich glaube mal, ich mache 3 Reihen Steine und dann mache ich sowas. Ja, in der Mine sind ja auch immer so Stützsäulen oder sowas. Können wir das nicht auch mit Holz gleich machen? Ich weiß gar nicht, wie das in so einer... Es gibt ja richtige Minen bei Minecraft. Das sind echt ziemlich cool. Hätte ich mir vielleicht mal abgucken sollen, wie die aussehen. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir das auch alleine hinbekommen. Ach ja, hier wollte ich ja schon die Säule machen. Machen wir mal kurz den Boden rein. Dann könnten wir entweder wieder mit dem dunklen Holz oder dem hellen Holz. Ich weiß gar nicht, was besser aussieht. Ich finde hier die Mixtur eigentlich recht cool. Ich glaube, ich nehme das dunkle Holz dafür. Dann hätte ich auch sogar noch so ein Schild vormachen können. So ein Painting mit Jurassic Park in klein vielleicht. Können wir nachher mal schauen, ob das ganz cool aussieht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich zu 100% zufrieden hier bin mit dem Dach, wenn ich ehrlich bin. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also vielleicht überarbeiten wir das später noch. Na mal, das schauen wir dann. Machen wir hier mal eben dunklen Zaun brauchen wir dafür. Und ah, wir können eigentlich die halben Blöcke nehmen. Das passt zum Arbeiten. Dann könnte man rein theoretisch so machen. Und wie würde das denn aussehen? Wenn es dann jetzt hier... Das ist natürlich gerade sehr, sehr dunkel hier drin. Aber ausleuchten müssen wir gleich machen. Wenn wir dann jetzt hier den Rest wieder normal machen, so ein Stückchen, sieht das dann wirklich aus wie so eine Stelle, wo so ein Stützpfeiler ist, aus Holz. Oder hätte ich das einen weiter vormachen müssen? Ich habe es jetzt sozusagen in die Wand eingebaut. Ich weiß nicht, was ist jetzt halt so in der Wand drin. Aber ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Machen wir hier mal mittig mit Fackeln. Ich will auch nicht zu viel ausleuchten. Das sieht eigentlich cool aus, ne? Wenn man hier so guckt. Hier kommt dann natürlich noch der Boden rein. Na, Boden. So. Und dann geht man hier rein. Und dann kommt man in so eine Mine rein. Finde ich sehr cool. Also das können wir auf jeden Fall so weitermachen. Ich baue jetzt nach hier vorne nochmal ein bisschen weiter. Wir haben ja diesen praktischen Hammer. Damit kann man wirklich sehr gut buddeln. Ich möchte aber gerne hier so ein bisschen um die Kurve gehen. Oder mal schauen, ob wir das gut hinkriegen. So schräg um die Kurve. Oh Gott, was haben wir denn hier? Wir sind wieder am Tageslicht. Tada! Sehr schöne Höhle. Aber das ist gar nicht so verkehrt, weil ich hier vielleicht dann was hinbauen könnte. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Vielleicht könnte ich da so ein T-Rex-Skelett hinmachen, was dann angestrahlt wird durch das Tageslicht und sozusagen beleuchtet wird. So als auch kleine Besucherattraktion, wo sie dann stehen bleiben können. Wir müssen ja natürlich jetzt erstmal zusehen, dass wir hier gleich um die Kurve kommen. So, und jetzt machen wir mal das Geländer hin. Dann schauen wir mal, ob das von der Wegbreite... Ist natürlich echt doof, dass man so Geländer nicht schräg machen kann. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Mod. Aber ich weiß gar nicht, ob die bei unserer Minecraft-Version funktionieren würde. Aber das ist jetzt auch nicht überlebenswichtig. Also da gibt es echt wichtigere Mods. Also schlecht sieht es jetzt nicht aus, ne? Genau, dann kann man hier schräg um die Ecke gehen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Nur hier müsste dann irgendwie nochmal ein Stützpfeiler oder so hin. Und das kommt leider vom Abstand so gar nicht hin hier. Mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber wir müssen allgemein, glaube ich, hier noch einen vorgehen. Das wäre eigentlich am idealsten. Hätte ich so gemacht. Dann kann nämlich hier nochmal, haben wir diese Dreierbreite, hier kann eine Fackel hin. Und hier könnte dann nochmal an die Ecke ein Stützpfeiler sozusagen. Das wäre eigentlich am besten. Vielleicht sollte ich mit dem Ganzen noch ein Stückchen vorgehen. So, und dann hat man hier dieses schräge Geländer. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein bisschen reingehen sollten, aber eigentlich passt das so schon. Ziemlich cool. Vielleicht könnten wir... Ich komme hier gar nicht mehr rübergeflogen, ne? Ich mach mal hier rein, ein Loch, dass wir hier auch durchkommen. Vielleicht könnten wir hier schon mal die Wand nochmal wegmachen. So, hier geht es dann um die Ecke. Und das geht dann im gleichen Stil natürlich weiter hier mit den Säulen. Das werde ich aber gleich weiterbauen. Wir werden uns jetzt erstmal um das T-Rex-Skelett hier kümmern, denke ich mal. Was dann im Endeffekt dann hier links hin soll. Irgendwie, wir werden wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr Platz brauchen, aber ich würde es fast sagen, dass wir mal eben, ja doch, wir können mal eben so eine Plattform schon mal dafür fast bauen. Es ist natürlich noch sehr, sehr dunkel, aber ich werde nochmal hier versuchen, ein bisschen was abzubauen. Ein bisschen Platz holen wir uns hier definitiv noch raus, aber auch nicht zu viel, weil, ja, soll halt wir jetzt hier nicht den ganzen Berg abbauen und kaputt machen. Soll ja auch nicht so groß werden, weil wir können das ja individuell gleich vergrößern, das Skelett, was sehr, sehr cool ist.
Boah, ohne diesen Hammer wird das echt ewig dauern. Ich bin echt froh, dass wir den haben. Ihr seht ja schon, was man damit machen kann. Das ist schon ultra nice mit dem Abbauen. Vielleicht, wenn wir das hier hin machen und dann machen wir mal mit Quarzstufen, bauen wir das erstmal. So die Plattform, wo das dann später drauf soll. Das Schöne ist ja, dass man das Skelett später schräg hinstellen kann. Das heißt, wir können das sogar in Blickrichtung hier zu unserer, zu unserem Ausguck sozusagen machen, was sehr, sehr cool ist. So, wir bauen mal hier eine Plattform hin und dann holen wir gleich mal das Skelett, damit wir sehen, wie groß das ist. So, dann schauen wir doch mal, wie groß das wird. Erstmal müssen wir jetzt ein T-Rex-Skelett natürlich bekommen. Plesio. T-Rex gibt es auf jeden Fall. Hier haben wir einen Raptor. Den können wir auch, glaube ich, gleich noch drehen, so wie wir es gerne hätten. Oh, da muss ich natürlich aufpassen. Das passiert gerne mal, wenn man die platziert. Kommst du? Dino. Cerato. Ichti. Das ist jetzt alles so ein bisschen Trial and Error. Da, Tyrannosaurus. Perfekt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie groß der wird. Also wir können den jetzt halt individuell hier vergrößern. Man müsste halt jetzt gucken. Eigentlich würde ich schon gerne die Originalgröße haben, wenn ich ehrlich bin. Das ist noch sehr, sehr klein. Der ist jetzt gerade fast, ja, glaube ein kleines Stückchen größer als unser, meine Güte, als unser T-Rex in echt. Ist natürlich jetzt gerade zur falschen Richtung gedreht. Oh mein Gott. Okay, das ist die Originalgröße hier. Aber das ist eigentlich sehr, sehr cool, ne? Wie kann ich denn das jetzt nochmal drehen, das Ding? Ach ja. Mit Rechtsklick kann ich das so ein bisschen random. Aber eigentlich könnte man das, man müsste es gar nicht mit Blickrichtung hier hin machen. Man könnte es wirklich so schräg hinstellen. Aber ich hätte es, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach rechts machen müssen. Also wir könnten das entweder so schräg machen, was ich schon gar nicht so schlecht finde. Aber wir können auch mal gucken, wie das aussieht, wenn er in diese Richtung hier guckt. Das könnte, glaube ich, auch cool aussehen. Also wenn man hier reinkommt und er dann wirklich hier in unsere Richtung guckt. Aber dann sieht man irgendwie nicht so gut die volle Pracht. Ich glaube, das schon so fast besser ist. Finde ich gar nicht so schlecht. So, ich habe jetzt hier nochmal freigebuddelt. Und ich finde, man hat wirklich eine sehr coole Sicht auf den Rexy jetzt, wenn man hier so lang kommt. Also man kommt dann hier sozusagen reingelaufen. Und dann kommt man hier durch. Sieht dann da hinten schon den Schweif. Und wenn man dann hier durchläuft, hat man hier ein richtig schönes Rex-Skelett. Wenn wir das Ganze jetzt hier natürlich noch schön auskleiden und so. Und später mit den Sonnenschein können wir sogar vielleicht nutzen, wenn wir hier so eine kleine Glasdecke oder so machen. Das wäre, glaube ich, ziemlich nice. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, dass der Rexy hier gut auf einem Sockel steht, dass das mittig aussieht. Aber jetzt gerade sieht es noch nicht so mega mittig aus. Ja, nach hinten müssen wir auf jeden Fall noch eine Reihe machen. Und auch hier können wir gleich noch Scheinwerfer unten drunter machen, rein theoretisch. Ich weiß nur nicht, wie das aussieht, weil die immer sehr gelblich sind von der Beleuchtung her. Das ist noch nicht so mittig, ne? Ich müsste eigentlich schon fast hier noch einen vorgeben. Jetzt würde es fast mittig aussehen. Ich könnte aber eigentlich auch... Warte mal, wenn ich nicht... Jetzt diese Reihe hier entferne. Rein theoretisch diese Reihe. Ist dann nicht auch mittig? Und dann haben wir ja nicht ganz so viel. So. Ist die Plattform nämlich ein bisschen kleiner. Das ist cooler. Ja, das sieht doch sehr, sehr nice aus. Und jetzt können wir nämlich nach hier unten noch das versuchen, vernünftig zu gestalten. Dass das aussieht wie eine Plattform, die auf so einer Säule oder so steht. Das könnte man eigentlich machen. Ich können wir hier auch wieder mit Andesit arbeiten. Andesit ist ja auch ziemlich nice. Polierter Andesit. Den könnten wir dann hier drunter machen. Viererblock mäßig, so als Säule. Jo, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Jetzt müssen wir natürlich die Wand und so dahinter noch gestalten. Hier noch ein bisschen zubauen. Dann cool beleuchten. Und dann ist das, glaube ich, ziemlich nice. Ich habe jetzt erstmal alles hier zugebaut. Das Tageslicht ist weg. Ist natürlich alles noch nicht so sauber und so, aber ich hatte noch eine andere Idee. Vielleicht können wir nämlich hier auch mit Lava ausleuchten. Das wäre, glaube ich, auch mal sehr, sehr cool. Also könnte ich mir echt gut vorstellen. Stellt euch mal vor, hier der Boden wäre Lava. Ich habe gerade nur Angst, wenn ich das ausprobiere, dass ich das nicht wieder wegkriege. Aber Lava sieht auch sehr cool aus zur Beleuchtung, ne? Das wäre auch schon nice. Natürlich ist Tageslicht auch cool, wenn man zum Beispiel hier oben irgendwie so dann das Licht durchleuchten lassen würde. Auch sehr nice. Vielleicht können wir auch beides kombinieren. Wir müssen natürlich hier noch Stützen hinmachen. Die können wir auf jeden Fall nicht aus Holz machen, weil Holz brennt ja. Quarz brennt, denke ich mal, nicht, ne? Ich
meine, das kommt ja aus dem Nether. Warum sollte das brennen? Vielleicht können wir dort mit Quarz arbeiten. Oder wir machen einfach... könnten auch Steinmauern machen, ne? Steinmauer, Bruchsteinmauer. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob das hier reinpasst. Ich meine, im Endeffekt sieht man den Kram jetzt sowieso nicht. Ach, die kann man gar nicht untermachen. Ich glaube, wir müssen einfach diese... wir könnten natürlich auch so machen. Wollen wir die hier einfach so zwei hinmachen, zwei so stützen? Warum nicht, ne? Wir könnten auch einfach stumpf hier runterbauen. Passt eigentlich. So. Ja, passt. Sehr gut. Und dann können wir das Ganze schon fast mit Lava ausfüllen. Vielleicht können wir auch noch hier einmal doppelte Breite machen. So, das sieht ein bisschen sicherer dann aus, wenn wir jetzt hier alles mit Lava füllen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level wir das machen. Ob wir das hier auf diesem Level machen. Machen wir einfach erstmal testhalber teilweise hier ein paar Eimer hin. Dann kann man die nämlich noch entfernen. Bin ich ja mal gespannt, wie dann das Ganze aussieht. Boah, das sieht cool aus, Leute. Das sieht richtig cool aus. Und dann kommen ja auch noch diese Blubberblasen und dieses Geräusch. Das wird eine coole Beleuchtung. Ich denke mal, dass die Höhe von der Lava ist gut. Also da können wir jetzt alles ordentlich ausfüllen. Können wir jetzt ruhig einmal hier langfliegen am Rand. Das ist ganz... oh Gott. Was habe ich getan? Mist. Das wollte ich natürlich nicht. So sieht das Ganze jetzt aus. Irgendwie hat sich unsere T-Rex-Figur wieder verdreht. So stand die vorher, ne? Ja. So stand die vorher, so ist cool. Und dann sieht man hier noch ab und zu diese Lavafunken und so nach oben. Und diese ganzen Qualmdinger. Finde ich sehr, sehr cool. Also ist, denke ich, eine sehr coole Beleuchtung. Was ist denn jetzt, wenn wir hier oben das Tageslicht dicht machen? Ist das dann zu dunkel hier oder geht das klar? Ja, diese Tageslichtbeleuchtung ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht können wir die direkt über dem Rexy-Skelett machen. Und sozusagen hier so ein Vierer-Block nach oben baut. Gott, da geht's ja richtig hoch. So sieht das Ganze jetzt aus. Sieht noch ein bisschen trist aus, muss ich sagen. Vielleicht können wir dahinter noch irgendwas als Deko an die Wand machen. So, ich habe mir überlegt, vielleicht so ein Modern Light, was wir nicht anmachen oder sowas. Das könnte ganz cool aussehen, so von wegen Notfallbeleuchtung und sowas. Könnte man ja einmal hier ringsum machen. Vielleicht immer mit zwei Abstand. Eins, zwei, eins, zwei. So. So. Ich hoffe, das kommt auf. Das kommt sogar perfekt hin. Perfekt. Nice. Ja, hier leider nicht. Doof. Wie sieht das überhaupt aus? Ich glaube, das sind schon fast zu viele Lichter. Da muss ich nochmal eben bei. Wie viele Blöcke sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, eine richtige Mitte gibt es gar nicht. Machen wir mal hier... einfach dahin und hier genauso. 1, 2, 3, 4, dahin. Und dann machen wir mal hier dahin. 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 Und dahin. Das ist jetzt gleichmäßig, ich hoffe. Wenn wir jetzt mal eben einmal gucken von hier vorne. Jo, das passt. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Ist cool geworden. Sieht nice aus. So ein schönes Tyrannosaurus Rex Skelett so. Geht mal hier vorbei und kann sich dann hier nochmal den T-Rex angucken. Und dann geht man weiter und kommt irgendwann beim T-Rex Gehege raus. Vielleicht können wir hier noch ein Schild aufstellen. Das blockiert aber so ein bisschen die Sicht dann auf den Rexy, ne? Aber so schlecht finde ich es jetzt gar nicht. Bin ich mir noch unsicher, ob ich das da lassen will. Ich glaube eher nicht. Ah, ich weiß nicht, ob hier wir überhaupt ein Schild hin machen müssen. Wir können ja auch vielleicht hier vorne noch ein Schild hin machen. T-Rex-Kaffee oder sowas. Oder irgendwie sowas individuelles gestalten. Das haben wir ja schon öfter gemacht. Aber ich finde das schon sehr, sehr cool, wenn man hier reinkommt. Und dann hat man hier das Tyrannosaurus-Skelett. Und hier hinten kommt man dann weiter irgendwann Richtung Tyrannosaurus-Gehege nach hier oben. Und hier hat man dann irgendwie ein schönes Restaurant oder so. Und dann kann man unseren Rexy, der immer noch bei seiner Kuh hängt,
beim Fressen zuschauen. Aber die beiden verstehen sich echt gut, die Kuh und der Rexy, ne? Der hat jetzt sogar schon so rote Farbe oben gekriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt böse ist und so angreift. Wir können es ja noch einmal zum Ende der Folge riskieren. Game Mode 0. Ich mache auf jeden Fall mal mein Schwert hier und sowas rein. Den ganzen Kram brauchen wir nicht mehr. Und wir machen jetzt noch einmal Risiko. Zum Ende der Folge. Habe ich noch Essen dabei? Ja. Meinte, der greift uns jetzt an, dann müssen wir schnell raus. Ich will jetzt ungern meine Sachen verlieren, die ich jetzt erst hergestellt habe. Hallo, Dude. Bist du jetzt böse? Okay, der ist noch nicht böse. Aber so gut scheint es hier nicht zu gehen. Ich fütter den mal lieber. So, schauen wir nochmal kurz nach. Okay, ich habe keine Ahnung, ob der böse ist. Scheint aber sehr, sehr glücklich zu sein. Untamed. Steht da gerade was so aggressive? Achso, Temperament. Okay, das heißt einfach nur, dass der aggressiv ist normalerweise. Zum Glück ist der gerade noch klein und greift uns deswegen vermutlich noch nicht an. Gehe ich mal von aus. Aber Leute, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Unser Rexy wächst und wächst. Ich freue mich darauf, wenn er größer ist. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob wir hier noch einen zweiten Rexy in das Gehege packen sollen und ob die sich vertragen oder ob die sich zanken, da wäre ich, das wäre auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dani.